kein Schandfleck unter vielen. Ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug. Bist du auf der Suche nach einer Bleibe? Klar, warum nicht? Ein Mann mit Verstand. Du kannst die Betten in unserem Lager jederzeit benutzen. Meistens pennt man zwar im Mief der anderen, aber es gibt Schlimmeres. Wenn unser Zeitalter naht, dann kommt das hier alles weg. Ein neuer Vagabund auf unseren Straßen. Lass dich willkommen heißen. Wie hast du mich genannt? Ruhig. Es war nicht meine Absicht, dir zu nahe zu treten. Ich bin Raudur. Selbsternannter Vagabund und Überlebenskünstler. Es mag zwar nicht die beste Idee sein, hier draußen Quartier zu beziehen, aber es ist auch nicht die schlechteste. Eigentlich lässt es sich hier sogar sehr gut leben, wenn man sich mit den Umständen arrangiert hat. Darum begrüße ich auch jeden Neuen herzlich, denn vielleicht ist er bald Teil unserer Gemeinschaft. Viel Erfolg hattest du damit noch nicht, oder? Hey, ich wollte nur freundlich sein. Hier überhaupt auf einen Menschen zu treffen, grenzt an ein Wunder. Aber jetzt habe ich schon so viel erzählt. Was kann ich für dich tun? Man erzählt sich, ihr seid gut mit Lebensmitteln ausgestattet. Oh, das ist richtig. Wir haben kein Problem damit, auch in den entlegensten Gegenden zu überleben. Wir sind gute Jäger. Und wissen, mit wem man sich auf einen Handel einlassen kann. Dann macht es dir sicher nichts aus, etwas abzugeben. Für gewöhnlich nicht. Es gibt da nur ein Problem. Unsere Nahrungsvorräte locken ständig wildes Vieh an. Ohne ausreichende Bewaffnung könnte sich das auf Dauer als sehr lästig für uns erweisen. Ich dachte, ihr seid gute Jäger. Richtig. Und im Normalfall ist das zusätzliche Fleisch auch nicht zu verachten. Aber die Kadaver locken mittlerweile immer größere Exemplare an, für die unsere Bewaffnung nicht ausreicht. Ich soll euch mit Waffen ausstatten? Nein, die kaufen wir schon selbst ein. Du würdest eh nicht alles innerhalb kürzester Zeit auftreiben können. Machen wir es also kurz. Ein alter Freund kommt mich bald besuchen und verkauft mir die nötige Ausrüstung. Ich habe ihm gesagt, dass ich bis dahin die nötigen Splitter aufgetrieben habe. Mir fehlt nur noch eine überschaubare Summe. Kriege ich die von dir, sind wir im Geschäft. Reicht das, damit du mir die Vorräte überlässt? Nicht ganz. Aber lass den Rest stecken. Den verbuchen wir als Rabatt. Hier, darauf stehen die Codes für die Vorratslager. Nimm dir aus ihnen, was du brauchst. Wäre es nicht klüger, Schutz bei den Klerikern zu suchen? Oh, das ist das Letzte, was ich will. Klar, man ist in ihrer Festung bestimmt sicher, aber dafür musst du dir das Gequatsche ihrer Prediger geben. Darauf kann ich gut verzichten.
Außerdem habe ich ganz andere Probleme. Da muss ich mir keine neuen schaffen. Logisch und konsequent. Ich kann seine Denkweise gut nachvollziehen. Du hast ein Problem erwähnt. Brauchst du Hilfe? Normalerweise ist das eine Frage, die ich den Leuten immer stelle. Anders kommt man heutzutage ja nicht an ein paar Splitter. Aber zurück zu deiner Frage. Wir versuchen schon seit einiger Zeit, unseren Generator zum Laufen zu bringen. Irgendetwas stimmt mit ihm nicht. Hätten wir den nötigen Elektroschrott, sähe es ganz anders aus. Aber komm da erst mal ran. Das ist gar nicht so einfach. Ich besorge dir die nötigen Teile. Die Aussicht auf Strom lässt mich hoffen, dass du Erfolg hast. Wenn du 5 Haufen Elektroschrott findest, sollte ich daraus die nötigen Ersatzteile gewinnen können. Ich kann dich allerdings nicht mit Elexit bezahlen. Aber ich finde schon etwas Passendes, um dich zu entschädigen. Ich habe den Elektroschrott, den du wolltest. Gut. Nun muss ich nur noch die richtigen Teile daraus gewinnen. Warte einen Moment. Vielleicht kriege ich die alte Lady jetzt zum Laufen. Na bitte, es geht doch. Hier, nimm. Es sind zwar keine Splitter, aber du kannst das Zeug bestimmt dagegen eintauschen. Ich habe dafür keine Verwendung. Zu viel Lärm und unberechenbar. Du bist mir eine Spur zu freundlich. Oh, ich bin eine geborene Frohnatur. Das ist alles. Du kannst mich nicht täuschen. Da steckt mehr dahinter. Na gut, ich weiß zwar nicht, was dich das angeht, aber ich war nicht immer so. Meine Leute und ich gehörten mal einer berüchtigten Banditenbande an. Wir sind marodierend und mordend durch die Gegend gezogen. Und weiter? Tja, irgendwann habe ich begonnen, all das zu hinterfragen. Das blieb einfach nicht aus, als Baxter, der Kopf der Bande, immer ruchloser wurde. Gefangene wurden nur noch selten gemacht und was die durchgemacht haben, uiuiui. Die Bilder holen mich jetzt noch im Schlaf ein. Und ihr konntet einfach so gehen? Natürlich nicht. Wir haben uns auf einem Raubzug abgesetzt. Diejenigen, die nicht mit wollten, mussten wir töten. Andernfalls hätten sie uns verraten. Es kommt immer mal wieder vor, dass niemand von einem Raubzug zurückkehrt. Unter Banditen ist das normal. Und jetzt sind wir hier. Fernab unserer Vergangenheit, froh dem alten Leben abgeschworen zu haben. Und das ist alles? Ja, die unwichtigen Einzelheiten habe ich bewusst ausgespart. Die gehen nur mich etwas an. Ach ja, wenn du willst, steht es dir frei, dich hier jederzeit auszuruhen. Gastfreundschaft will schließlich gelebt werden. Danke. Das Angebot nehme ich gerne an. Nichts zu danken. Ist doch selbstverständlich.
Das war nichts. Das war nichts. Geht doch. Das war nichts. Geht doch. Geht doch. Hier, die benötigten Überlebenspakete. Du hast es tatsächlich geschafft. Jetzt kann ich endlich etwas Anständiges zu essen ausgeben. Aber sag, was hat man dafür von dir verlangt? Elexit, mehr wollten sie nicht. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass es so einfach geht. Hier, das sind die letzten Einnahmen, die die Kantine abgeworfen hat. Ich hoffe, sie decken wenigstens zum Teil deine Ausgaben. Das reicht vollkommen. Danke. Ich weiß deine Großzügigkeit zu schätzen.
Hast du etwas zu essen für mich? Ich kann ja verstehen, dass du Hunger hast. Aber mit der Ration... Hast du etwas zu... Ich kann ja... Aber mit... Du wolltest einen Bericht aus einer anderen Stadt. Was hast du herausgefunden? Ich habe den Hort der Kleriker aufgesucht. Dann bist du weit gekommen und hast hoffentlich die Augen offen gehalten. Also, wie ist es um ihre Stärke bestellt? Sie haben eine schlagkräftige Kriegsmaschinerie. Dennoch ist ihre Mannstärke gering. Das macht sie nicht weniger gefährlich. Wie sind ihre Kräfte verteilt? Ihr Augenmerk richtet sich hauptsächlich gegen die Alps. Dann haben wenigstens Sie erkannt, wer der wahre Feind ist. Hier, für deinen Bericht. Judikator Ulbricht sucht nach einem erfahrenen Feldherrn für seine Schlacht gegen die Alps in Ignadon. Ach ja? Wir haben selbst nicht genug qualifiziertes Personal. Schon gar nicht für die Kleriker. Rieche ich da frisches Fleisch?
faszinierend. Da drüben! Die Stadt der Berserker. Dreck, Schlamm, Schimmel. Die größte Virenfabrik, die es diesseits der Berge gibt. Auf diesen Farmen wächst das Böse. Bei Gelegenheit sollten wir sie niederbrennen. Geh mit deinem Fettzeug woanders herum. Hier, deine Heilwurzeln. Meine Anerkennung und der Dank der Verwundeten ist dir sicher. Außerdem werde ich Ragnar ausrichten, dass du dich für die Gemeinschaft einsetzt. Und ein paar Splitter als Bonus. Dafür, dass wir euer grünes Gift anfassen mussten, ist das ein bisschen wenig. Stell dich nicht so an, aber wie du willst. Hier noch ein bisschen obendrauf. Bring mir etwas bei. Alles klar. Verdammte Technik.
Berserker sind von Energiewaffen durchlöchert. Das ist die Handschrift der Kleriker. Wegen des Klerikers. Die Predigten des Klerikers haben ein Ende gefunden. Warum sehe ich keine Leiche? Er hat Goliath verlassen. Meine Anweisungen waren deutlich. Er sollte gerichtet werden. Sein Tod wäre eine Abschreckung für andere gewesen. Aber so viel Weitsicht war von dir wohl nicht zu erwarten. Geh jetzt. Stormson lebt noch. Unmöglich. Meine Männer hatten klare Anweisungen. Wo stecken sie überhaupt? Sie müssten längst zurück sein. Sie haben es nicht geschafft. Was? Wie konnten sie zulassen, dass er sich meinem Urteil entziehen kann? Du wirst mir seinen Kopf bringen. Er ist verantwortlich für ihren Tod und soll mit Blut bezahlen. Ich werde ihn finden und töten. Gut, aber sei vorsichtig. Er scheint nicht ganz ungefährlich zu sein. Vielleicht wird er noch mehr unserer Männer töten. Er muss gefunden werden. Also nimm dich der Sache an. Stormson ist dem Eisenclan entkommen. Das sind gute Neuigkeiten. Aber ich befürchte, dass Angrim ihn jetzt jagen lassen wird. Wo immer er auch stecken mag. Ich hoffe, er ist vor dem Clan in Sicherheit. Solltest du auf ihn stoßen, warne ihn vor. Mir liegt viel daran, dass er wohl auf ist. Weißt du, wohin er geflohen sein könnte? Naja, da er schon immer einen Narren an der Technik der Kleriker gefressen hat, solltest du dich bei ihnen einmal umsehen. Ich muss mich wieder um meine Kräuter kümmern. Recht und Ordnung müssen gewahrt bleiben. Hör auf damit!